Ich sitze hier mit Sandra aus der Qualitätssicherung von Lidl. Wir haben gerade auch schon was zusammen gegessen. Wir sind hier nämlich in der Lidl-Hauptverwaltung in Bad Wimpfen und haben uns ganz ausgiebig über das Thema bewusste Ernährung unterhalten. Ich habe Sandra jetzt noch ein paar Fragen mitgebracht, aus meiner Community nämlich. Vielleicht magst du ja aber erst noch mal ganz kurz erzählen, warum ist es denn so wichtig, dass wir auf unsere Ernährung achten? Mit der Ernährung können wir eben sehr viel beeinflussen. Ne? Es gibt natürlich auch andere Stellschrauben, wie Bewegung oder auch Stress. Aber Ernährung stellt da das dar, was ich meinem eigenen Körper zuführe. Ne? Das heißt, sind die Inhaltsstoffe wertvoll oder vielleicht weniger wertvoll, dass ich nur leere Kalorien esse? Ja, die dann leider vielleicht auch schnell zu Übergewicht und ernährungsbedingten Krankheiten führen. Eine Frage, die ich sehr oft gestellt gekriegt habe und mich auch selber gefragt habe, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen bewusster Ernährung und gesunder Ernährung? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da musst du auch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Aber im Prinzip bringen es die Begriffe schon mit sich. Ja, bewusste Ernährung heißt einfach, ich mache mir bewusst, was ich esse, wieder was ich meinem Körper zuführe, dass ich mit einer gewissen Achtsamkeit das Ganze tue. Mhm. Und die gesunde Ernährung, das ist einfach, ich habe Kenntnis über eine gesunde Ernährung. Okay. Was braucht mein Körper, was tut meinem Körper gut und was vielleicht weniger. Wenn ich das dann miteinander kombiniere, ja, ich achte darauf mit meinem Bewusstsein und ich habe auch die Kenntnis, wie sieht es vielleicht aus mit der Wertigkeit, Verteilung von Fetten, Kohlenhydraten, Proteinen? Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, genau. Ja, ich habe nämlich aus meiner Community jetzt auch dann öfter noch gehört, es kommt ja nicht nur darauf an, was wir essen, sondern auch wie. Gerade so Stichwort bewusste Ernährung. Ne? Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also was wir essen, ist natürlich grundlegend. Ja, das wieder, was führe ich zu? Aber wie wir essen, also wir sind ja in einer schnelllebigen Zeit, manchmal stehen wir unter Stress. Wir schenken dem Essen einfach zu wenig Aufmerksamkeit. Ja, vom Fernseher irgendwie. Ja, jeder kennt das. Ne? Also man ist dann doch so ein bisschen in der Hektik und achtet gar nicht so wirklich darauf, ne, was ich gerade esse. Und das tut dem Körper nicht gut. Also es kann tatsächlich auch zu Verdauungsproblemen führen, zu Unwohlsein, wenn ich zu schnell und hektisch esse. Einfach mal langsam kauen, mir Zeit lassen, mit allen Sinnen genießen. Essen ist ja was Schönes. Und dann ist mein Körper auch happy damit. Ich merke bei mir selber dann auch, ne, dass ich dann zu dem Zeitpunkt manchmal ein bisschen verpasse, wenn ich eigentlich vielleicht schon satt wäre, weil ich abgelenkt da irgendwie esse. Ja, genau. Ja, schlechte Angewohnheit. Ja. Ja. Kann man sich denn an gewissen Richtlinien orientieren jetzt beim Thema gesunde Ernährung? Ja, es gibt Richtlinien. In Deutschland gibt es ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder kurz DGE. Der hat zum Beispiel 10 Regeln für eine vollwertige Ernährung aufgestellt. Ich finde, die sind recht einfach zu merken und irgendwo auch greifbar. Eine Regel lautet zum Beispiel 5 am Tag. Das ist auch sehr bekannt. Ja. Also sprich 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst am Tag und eigentlich genauso viel, wie in deine Hand passt. Ah, okay. Ich habe mich nämlich immer gefragt, was ist eigentlich eine Portion? Ja, so okay. Ungefähr. Ne? Mhm. Das Schöne ist, das kann man dem Kind auch schon gut erklären. Ja, da ist eine größere Hand, das Kind entsprechend eine kleinere. Und es kommt dann aber ganz gut hin. Die Weltgesundheitsorganisation, die hat auch zum Beispiel einen Richtwert für den Zuckerkonsum aufgestellt. Es sollten nicht mehr als 50 Gramm Zucker am Tag sein. Das sind ungefähr 10 Teelöffel. Okay, 10 Teelöffel sind aber schon viel, oder? Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ja, dachte ich auch. Ne? Mhm. Also so eigentlich viel, denkt man am Anfang. Und wenn man sich überlegt, wir haben auch versteckten Zucker, zusammengesetzte Zutaten, ist halt oftmals auch sind Zuckerquellen versteckt, die man erstmal so gar nicht auf dem Schirm hat. Apropos Kinder, wie kann ich denn mein Kind an eine gesunde Ernährung heranführen und das irgendwie interessant und schmackhaft machen? Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, es kann schon herausfordernd sein, auch ein gutes Vorbild zum einen zu sein. Das ist eben die Basis. Mama und Papa sollten sich schon auch gut ernährendes Kind heranführen. Aber man sollte keine Verbote aussprechen, ne? Also nicht zu streng sein. Mhm. Dass dann doch auch mal ein Stückchen Schokolade erlaubt ist, der Geburtstagskuchen. Also ich meine, wir wollen ja auch genießen und es gibt so viele schöne Dinge und auch über das Essen, die man einfach genießen kann. Es sollte aber immer eine Ausnahme bleiben oder was Besonderes.
Zum anderen kann man das Kind auch heranführen bei der Essenszubereitung, mit einzubeziehen, ne, in der Küche, wenn man dann schnippelt, so ein bisschen Geschmäcker ausprobieren. Ja. Kinder sind neugierig und dann schmeckt es hinterher eigentlich nochmal so gut. Wenn man es selber gemacht hat. Ja, genau. Warum verkauft ihr denn dann überhaupt noch Produkte, die jetzt für Kinder zum Beispiel ungesund sind? Wir wollen ja keine Verbote aussprechen. Mhm. Der Kunde soll selbst entscheiden dürfen, was er sich nimmt, ja, und wie er gerade schon gehört, man darf auch mal genießen, ne? Ja. Man darf dann auch mal die Schokolade essen, deswegen ist einfach die Entscheidungsfreiheit nach wie vor beim Kunden. Und sich das einfach selber bewusst machen wahrscheinlich, ne? Genau. Ich selber verzichte größtenteils auf tierische Produkte, aus meiner Community kriege ich das auch immer wieder mit. Ist denn vegan gesünder, was würdest du sagen? Kann man so pauschal nicht sagen. Ein Veganer kann sich genauso ungesund ernähren als ein Mensch, der sich nicht vegan ernährt. Einfach weil es aus beiden Bandbreiten sozusagen an Lebensmitteln, ne, gesunde und weniger gesunde Lebensmittel gibt. Ja. Was aber schon beobachtet wird, ist, dass Veganer gute Kenntnisse über eine gesunde Ernährung haben. Und das dann wunderbar mit einfließen lassen können. Mhm. Ne, und sie sich dann schon auch oftmals gut ernähren. Weil man einfach auch sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat. So, richtig, ne? Ja. Und es gibt ja auch ein paar Dinge zu beachten als Veganer. Proteinzufuhr. Ne? Also man braucht alternative Proteinquellen, wenn man keine tierischen Produkte isst. Mhm. Genauso auch B-Vitamine. Ne? Vitamin B12 ist so ein Beispiel. Ja. Teilweise wird empfohlen, sogar zu supplementieren, ne, mit Tabletten. Wenn man ein paar Dinge beachtet, kann man sich durchaus gesund ernähren als Veganer. Warum ist denn Vollkorn besser? Vollkorn heißt ja, ich habe ein Vollkorngetreide, was ich irgendwo in einem Produkt verwende. Und im Vollkorngetreide sind die Randschichten des Korns erhalten geblieben. Mhm. Das heißt, ich habe Mineralstoffe, Vitamine aus dem Getreidekorn und ich habe einen hohen Ballaststoffgehalt. Und Ballaststoffe beeinflussen unsere Darmgesundheit positiv. Okay. Also doch lieber öfter mal zum Vollkorn greifen, bei Nudeln, bei Brot und so weiter. Wird sich lohnen, ja. Also vielen Dank dir, Sandra, für deine Zeit. Gerne. Ich fand es super spannend. Wir hoffen natürlich, ihr da draußen auch. Die ganze Folge, die wir noch zusammengedreht haben zum Thema gesunde Ernährung, findet ihr in der Infobox verlinkt. Genauso wie die komplette Staffel läuft bei Lidl. Und damit verabschieden wir uns. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.